Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. War A Bird Story. Ich nehme ein sehr kurzes Let's Play. Oder ein sehr kurzes, was ich habe. Also ich habe das seit Ewigkeiten in meiner Bibliothek. Dachte mir, okay, machen wir es doch einfach mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich erwartet. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Da wir hier kurz. Bei euch wird sie mega laut sein jetzt. Ich werde es versuchen zu stellen. Ich werde auch einiges am Bild rumbasteln. Denn ich habe jetzt eine halbe Stunde versucht, das Ganze in Vollbild aufzunehmen. Da das hier aber eine andere Skalierung hat und OBS irgendwie nicht checkt, dass er das als Vollbild aufnehmen soll, sondern nur als kleines Mini-Bild rechts im linken Eck, werde ich das über das Bearbeitungsprogramm versuchen. Dass es passt. Ich hoffe, es sieht dann nicht allzu schrecklich aus. Ich hab geguckt, auf jeden Fall irgendwie machbar mit viel mit. Ja, aber ohne lange zu reden, würde ich sagen, wir beginnen einfach mal. Schauen, was uns erwartet. Okay. Schön still. War rückwärts anscheinend. Aber einiges gerade rückwärts. Jetzt hier.
Okay. Nicht weiter? Folgen wir mal. Echt? Doch. Komm, der Lehrerin. Die anscheinend sprechen ist. Wieder was mit dem Sound nicht rum. Na, egal. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem mehr als laut genug. Muss ich halt lauter sprechen? Da Bäume? Ja? Da Bäumchen. Die aus den Spinden rauswachsen. Da hat es einer ein Bio-Bisschen gemeint. Und hier ist jetzt ein Platz. Jetzt sind ein Kind an. Der Schulhof wahrscheinlich. Wir rutschen. Sitzen. Nein, auf einer Wippe. Salem. Nein. Dein Weg durch den Wald. Denke. Und nicht weiter? Dann hier hin. Dann können wir nach oben. Mal das noch auf. Auf. Ändert. Warte, so ein keine Zauber zu sein. Da hängt es. Und was? Ja. Rennen wir um den.
das Licht ein- und ausschalten. Ja, anscheinend sollten wir eigentlich gar nicht. Also, anscheinend gar nicht in das Zimmer. Einfach hier mit raus. Unser Zimmer. Gerade noch mal kurz zurück, wenn das geht. Was zu essen. Lappen. Schön vom Fernseher sitzt. Wer hätte das jetzt gemacht? Ich glaube, das verständet jetzt. Vom Fernseher zu sitzen beim Essen. Zumindest. So ab und an. Liefen mir jetzt noch gute Kinderserie. Nicht so wie heute. Der da im Fernseher läuft. Die Typ Morgenroutine. Hinsetzen. Und es ist gleich erst 4 Uhr. War schon besser gesagt. Irgendwo hin. Okay, das hätten wir dann, glaube ich, doch als erstes machen sollen. Aber, naja. Das dann halt. Weiter. Was wir machen können. Aber da hängt wieder eine Notiz.
Was auch immer mir. Ach, okay. Ja. Wir könnten nur unsere Schultasche vergessen. Das Buch. Natürlich das Buch. Ah. Ich bin am Fliegen. Da noch was essen haben. Ja, wir haben da so ein Örtchen. Gut, wir haben sogar eine Lebensanzeige. Es regnet. Nehmen wir noch einen Sturm mit. Und dann sollten wir für alles gewappnet sein. Ach. Rot ist das neue Grün. Jetzt sind wir schon wieder im Klassenzimmer. Oh, macht mir Angst. Immer hochkant raus befördert. Weiter. Da ist nichts. Da ist immer noch gähnende Dunkelheit. Es regnet, wie wir schwer erkennen können, beziehungsweise hören. Und jetzt auch sehen. Erstmal schön in die Pfütze rein. Whee. Na gut, wer hat das als Kind nicht gemacht? Da freut sich auch richtig. Oh Gott, ist das niedlich. Ja, das habe ich als Kind auch sehr häufig gemacht. Meine Großmutter war begeistert. War das als Kind nicht von der Straße abkommen? Geh immer direkt nach Hause, nie Umwege gehen. Klappt super. Oh, Sachs! Ja, einen vorgejagt. Hey. Der Dachs ist doch nur Hunger. Ein theoretisch. Wir haben den Vogel gerettet. Ich glaube nicht. Dame für Clan. Leider gerade nichts machen. Ich glaube, es hat sich den Flügel gebrochen. Vorstellen. Angst vor. Bin nicht zum Wasser. Wir sollen also einfach gehen. Und... Oh nein! Nein! Oh Gottchen!
Ja, wo ist denn der Vogel? Wo ist er denn nur? Vogel hat sich versteckt. Gut. Hier, Kuckuck. Das Vögelchen. Ents. Ja, wir gehen da schon nicht mehr rein. Keine Angst. Angst. Ein anderer Weg. Ah, okay, der Weg zum Tierarzt. Logisch. Okay, wir dürfen noch nicht weiter. Wir sollen direkt zum Tierarzt. Ob jemand da ist. Nein. Weiter nicht. Gähnen das nicht. Aber die Musik ist ja schön. Schon wieder zu Hause. Weil ich hier jetzt mal bleibe und wir sind gleich im nächsten Part wieder.